Ja, und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Remember Me. Wir waren ja hier stehen geblieben. Wir sollten ja jetzt Doktor, Quatsch, hier von Sadova die Gedanken remixen, dass es halt so aussieht, dass Dr. Quaid David, Quatsch, Dr. Quaid David Sadova tötet, anstatt ihn zu heilen. Ja, und ich habe mich ein bisschen angestellt wie ein Ei. Ich weiß jetzt, wie man das mit den Kombos macht. Man muss halt, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und ich hab mal wieder Dinge ignoriert. Okay, wir machen erstmal hiermit weiter. Die ersten Schritte bestehen darin, Erinnerungsstörungen zu finden, mit denen Sie interagieren können. Drehen Sie rückwärts, bis Sie die Erinnerungsstörung finden. Sie können RB gedrückt halten, um schneller zurückzuspulen. Okay. So. Ja, natürlich. Ich mach's mal ein bisschen langsamer, weil ich möchte nichts übersehen. Sie nähern sich einer Erinnerungsstörung. Gehen Sie mit Hilfe von immer langsamer zurück und mithalten Sie die Störung an. Da. Gut. Sie haben eine Erinnerungsstörung gefunden. Drücken Sie B, um sie zu aktivieren. Nymphea ist das beste Krankenhaus für die Behandlung von Memorial-Leiden. Alles wird wieder gut mit der Zeit. Ja, natürlich. Ach, gut. Die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend. Er braucht weitere Behandlungen. Eine ganze Reihe. Es ist ein extrem teurer Weiter, Prozess. Dr. Quaid. Ich zahle für die Behandlung. Das war's, glaube ich, noch nicht. Es war nicht ausreichend, nur den Gurt zu lösen, um Ihre Aufgabe zu erfüllen. Okay. Finden Sie jetzt die richtigen Kombinationen von Erinnerungsstörungen, um Dr. Quaid dazu zu bringen, David zu töten. Okay, dann spulen wir mal. Was? War da was? Hey! Ach, gut. Nee, da ist nix. Vielleicht müssen wir noch viel weiter zurück. Sie können aktivierte Erinnerungsstörungen unten links auf dem Bildschirm verfolgen. Beste Krankenhaus. Die Nymphea ist Ach das so. beste Krankenhaus für die Behandlung von Memorial. Was habe ich denn übersehen? Alles wird wieder gut Ich glaube, wir müssen noch weiter zurück. mit der Zeit. Oder? Ja. Okay, komm, wir gehen mal noch weiter zurück. Dum 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 dum. Abgebrochen? Okay, wir gucken mal weiter. Maschine anpingen. Wir gucken weiter. Ich möchte erstmal noch weiter gucken, bevor wir die Maschine anpingen. Ob wir hier noch was machen können. Guck mal, da ist doch auch noch was. Wo war's denn jetzt? Okay. Dann wählen wir das mal weiter. Also, die endgültige Rüttung einer bereits. Dann die Maschine Fucking anpingen. siebten Persönlichkeit. Und den Gurt lösen. Hier. Diese vielen Prozess schön Das sieht doch empfänglich. gut aus, oder? Warte mal, was war da noch? Diese Endorphine beschleunigen. Memorial Flussumkehrung in Gang. Für die Transfusion. Okay. Das sieht gut aus.
aus, Sedova? Spender Identitätskollaps erwartet. Trockene Haut, die schreien. Wo ist mein Gesicht? Das ist unmöglich! Alleine mein Fleisch! Quarantäne! Quarantäne! War das jetzt zu viel? So leer. So wahr. Das war, glaube ich, auch falsch, oder? Ja, okay. Bitte zurückspulen. Sie darf nicht sterben. Okay, dann müssen wir das eine rausnehmen. Okay, das ist ja echt ein bisschen komplexer als gedacht. So. Wenn wir mal hier den Erinnerungsstrom wieder ausmachen. So, gut. Dann müssen wir jetzt noch die Fessel, denke ich mal, lösen. Hey, nein! Der hat das... Hat das nicht angenommen, ne? Achso, ich muss es... Empfänglichkeit. Gut. Das passt. Kriegt er seinen Anfall? Tachykardie. Er weiß nicht, was Phase ist. Ungewöhnlich. Doktor, was ist los? Er ist ein wenig nervös, alles. Kein Grund zur Sorge. Am besten auf Erinnerungen konzentrieren. Okay, wir müssen noch die Handschelle lösen. Warte mal, da war noch was. Losbinden. Komm, David, erinnern uns. Erinnere dich deiner selbst. Komm, die Hand. In der Wolke. Warum kriegst du es? Die fressen mich. Ja, komm, da war... Ich. Ne? Die Fässer fassen mich nichts. Das ist echt ein bisschen strange gemacht. So, und play. Ratte! Wie ist das möglich? Meine Augen! Nein! Du entartet doch! Nein! Nein! Sieht gut aus. Krasser Scheiß auf jeden Fall mit den Gedankenremixen, ey. Cool. Ziemlicher Kunstfehler Errungenschaft. Yeah. Krass. Ich will dich nicht festnehmen. Willst du Memorize immer noch erledigen? Ja. Dann haben wir denselben Feind. Welch eine Wendung. Aber doch eine positive. Für uns alle. Ich weiß, Olga hat ihre Gründe. Eigentlich nur aus diesem Grund. Die große Olga Sedova nimmt Partei für die terroristische Revolution? Wirklich verrückt. Das letzte Mal, als ich dich eingebuchtet habe, warst du noch jung und frisch. Nur weil du nicht auf meiner Liste stehst, sind wir noch keine Kumpels. Keine Bange. Ich sage das romantische Wochenende zu zweit ab. Aber Nilin hat ein Rendezvous mit der High Society und die Route wird total überwacht. Irgendeine Idee? Oh, ich habe was Besseres als Ideen. Was? So kenne ich dich, Nillen. Eine Zauberin. Keiner ist so spektakulär wie du. Zuerst schlägst du mich, dann ruinierst du mein Geschäft, wenn du Hassliebe willst. Na gut. Wie auch immer, wir verschwenden Zeit. Vielen Dank.
Tommy, wirklich. Du bist ganz die Alte, Schatz. Edge hatte Recht, auf dich zu setzen. Alle zählen auf dich! Cool. Letztendlich ist der Mensch nicht vollkommen schuldig. Er hat die Geschichte nicht begonnen. Noch ist er vollkommen unschuldig. Er hat sie fortgeführt. Mein Kopf mag leer sein, aber das Risiko, das Tommy und Edge auf sich nehmen, um mich zu befreien, macht mich unruhig. Jetzt soll ich also die oberen 10.000 von Neo Paris bestrafen. Edge spricht von einer geheimen Mission im Herzen der Komfortburg Saint-Michel. Ein brutaler Weckruf für diesen Hochsicherheitsbezirk. Dort wird die Saat der Revolution aufgehen. Warum auch nicht? Obwohl sein Kampf legitim ist, ist es seine Freundschaft, die mir im Kopf herumspukt. Warum haben unsere Feinde mein Gedächtnis gelöscht? Bin ich wirklich so gefährlich? In der Brust, im Hals, an den Fingerspitzen spüre ich den Puls der Macht, die sie erschreckt. Sie erschreckt auch mich. Die Macht, das Gedächtnis eines Menschen meinem Willen zu unterwerfen. Seine Geschichte umzuschreiben. Gott zu spielen. Der bloße Gedanke macht mich verrückt. Ist diese Fähigkeit wirklich der Kern dessen, was ich einmal war? Dann muss ich all das neu erlernen. Ich muss dieses Talent nutzen. Episode 2. Makrowelle. Sie können die Anzahl der was? Das war zu schnell. Willkommen im Bezirk Saint-Michel. Danke für Ihren Flug mit Air Sedova. Gute Jagd. Ich könnte einen Führer gebrauchen. Nein, geht nicht. Familienangelegenheiten. Dein erstes Ziel heißt Kaori Sheridan. Ich brauche ein paar Geheimcodes aus ihrem Gedächtnis. Wer ist sie? Die berühmteste Architektin von Neo Paris. Ihr Gedächtnis speichert alles, was sie je gebaut hat, bis ins letzte Detail. Wo finde ich sie? Dein Kontakt nennt sich Bad Request. Er wartet auf der letzten Etage in der Saint-Michel-Rotunde. So, wir sind raus aus den Slums und in einen wirklich etwas besseren Bezirk. Reinigungsdrohne benötigt. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, das ist so geil. Kommt man da irgendwie hoch? Nö. Ich gucke ja immer noch nach Secrets, ne, Freunde? Auf jeden Fall sehr, sehr geiles Spiel. Gerade mit diesen Gedankenremixen, das ist nochmal so ein Aspekt, ey. Hammer! Wow. Baustelle, Zutritt verbunden. Aha. Was ist das denn? Hier gibt's nichts zu sehen. Oh. Ruhig, Nellin. Ganz ruhig. Hallo, Roboter. Die wollen nicht mit mir reden. Die sehen mir alle ziemlich ähnlich, wa? Vom Aussehen her. Leider warte ich auf jemanden. $2 im Baguette. Ernsthaft? Oh, scheiße, geschlossen. Erst ab 10.30 Uhr. Wie spät haben wir sie? Ich wollte jetzt eigentlich ein Baguette mitnehmen. Wenn es von gestern ist, kann ich es auch als Waffe benutzen. Cash from Memory. Was? Ach, da kann man seine quasi Geld abheben und dafür Gedanken opfern. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Also man verkauft seine Gedanken. Sieh dies Häufchen, Privilegierte. Ihr schnödes Wohlbehagen, während andere wenige Meter vor ihrer Barrikade leiden. Keiner bestimmt, auf welcher Seite der Firewall er aufwächst.
Nicht ihre Selbstsucht verurteile ich, Schwester, sondern die Gier, mit der sie alles vergessen, was sie stört. Ja. Ich muss das gleich. Das ist auch heute so, auch geschlossen noch. Erst ab 10.30 Uhr macht ihr alles auf. Mann, ihr habt ja nochmal Arbeitsmoral. Erleben Sie Erinnerungen nochmal, was? Fangen Sie nach unseren Erinnerungspack-Angeboten. Aha. Täglich neue Auswahl, die neue Wallet Mephisto 5.0, die brennende Antwort auf Eindringlinge. Wow. Okay, es sieht so aus, ob ich denn da runter muss. Deswegen gucken wir uns erstmal hier oben um. Also dieses Outfit ist völlig aus der Mode. Oder müssen wir da hinten lang? Wo müssen wir denn hin? Menü? Also wenn er nicht in 30 Sekunden da ist, verkaufe ich ihn. Oh, zu spät, zu spät. Ah. Oh, was? Oje, tut mir sehr leid, Madame. Hey! Alles okay? Soll ich den Notfalldienst rufen? Nein, nein, nein! Hey, alles okay, alles okay. Falls du eine Beschwerde einreichen möchtest, dein Sensen-Terminal hat meine Identifikation gespeichert. Guten Tag. Geil. Ach, endlich! Ich warte schon 20 Minuten! Feier. Hier geht's aber scheinbar weiter, ne? Oh Gott, ich hätte gerne Karte. Leute. Nein, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Ich komme nicht mehr zurück. Ach Mann, ich wollte mich doch noch umgucken. Fear. Bei mir ist jeden Tag Weihnachten. Du scheißt mich an, ich setz dich fest. Du guckst komisch, ich stell dir nach und setz dich dann fest. Keiner entkommt. Oh oh. Ist das Ihre Adresse, Madame? Ja. Ja, ich denke schon. Danke. Zu Diensten. Bei Anfälligkeit für periodischen Memorial-Zugriff bitte vor dem Ausgehen Ihren Aug-Kompass aktivieren. Moment, sieht aus, als sei da noch eine. Hallo, alles okay? Sie scheint verwirrt. Das ist sie, die entflohene Gedächtnisjägerin. So, jetzt kann ich es euch zeigen. Okay, Moment. Patrouille 17. Eintrag, flüchtige Verdächtige erkannt. Abholung im Gange. Ich darf wieder kämpfen. Sehr gut. Und zwar, Moment. Combo Lab. Ich Idiot. Da steht's vorne dran. Also ihr seht ja den vordersten Button. Das X heißt natürlich für die X-Taste und das Y für die Y-Taste. Das heißt, wir können jetzt auch eine Fünfer-Kombo machen. Wenn du Angriffssymbol über einen nahen Feind auftaucht, drücken Sie einfach A, um über den Gegner zu springen, den Sie angreifen. So können Sie Ihre Kombo fortsetzen. Bam! Geil! Aua! Alter! Jetzt aber jemand! Na! Alter. Hab ich jetzt mal einen Down? Wie halten die denn aus? Übertreib mal nicht! Boah! Okay, erstmal heilen hier. So, führen Sie genug Kraftimpression gegen Enforcer aus, um Vernichtungsschläge auszulösen. Überlastung. Jetzt haben wir einen hier. Warum gelingt mir der Fünfer-Kommunist?
Können wir, glaube ich, eine Anpassung vornehmen. Was haben wir? Ach, wir können wieder was freischalten. Und zwar den hier. Ja. Was ist das denn? Kraftimpression verursacht extra Schaden. Ach, muss ich dann... Ach so, funktioniert diese Kombo. Ah. Okay, das ist echt interessant gemacht. So. Also ich muss dann quasi... Y, X... Oh Gott. Also, das funktioniert folgendermaßen. Ich habe die Kombo hier dreimal X drücken und hier muss ich tatsächlich sogar noch Y mehrmals drücken. Ich dachte eigentlich, es reicht, wenn ich nur auf Y drücke, aber... Nee, tut's nicht. Gut, haben wir das auch rausgefunden. Sehr schön, dann können wir also ein bisschen hier was... Komm her, steh auf. Ich muss das austesten. Wo geht's jetzt irgendwie weiter? Da. Moment mal, was ist das hier? Secret. Mauer. Könnte die Mauer sein? Unten? Oder gibt es hier noch eine versteckte? Nein. Wird es wohl die andere Seite der Mauer sein? Ach, sehr tugendhaft. Mein Instinkt ist wieder da. Wer waren die? Die Uniformierten? Saber-Einheit. Ist ja hoch, wa? Privatpolizei, finanziert von Memorize. Ordnungskräfte mit Gefühl. Gerade mal. Hier unten müsste doch eigentlich das Secret sein, oder? Das ist doch hier eine Mauer. Aha. Da ist der Sad Patch. Na. Ja. So, okay, nochmal von vorne. Ah, den wollte ich schon gerne mitnehmen. Sehr geil gemacht auf jeden Fall. Ah, das Spiel macht mir richtig enorm viel Spaß. Aber nervt mich, das Einzige, was mich jetzt gerade ein bisschen wurmt, ist, dass ich mich nicht mehr umgucken konnte. Naja. So, wo nun hin? Muss ich nach hinten springen? Oder hoch? Ja, darüber. Sie ist hier irgendwo. Alles durchsuchen. Sie ist ein Profi. Also Achtung. Ja, kommt doch. Kommt doch, ihr Lappen. Jetzt weiß ich, wie man eine Fünfer-Kombo macht. Jetzt gibt's richtig auf die Schnauze. So, wo geht's weiter? Da hinten. Ich schicke dich ins Krankenhaus! Jawohl, dann komm mal ran hier. Jetzt testen wir die Fünfer-Kombo. Oha! Sensenraserei, was? Nin erinnert sich an eine neue Spezialimpression, die Sensenraserei ermöglicht es, Nin von Gegner zu gleiten und jedes Mal härter zuzuschlagen. Unterbrechen sie den Fluss. Nicht den Fluss. Drücken und halten Sie LT, um das S-Impressionsrad zu öffnen. So. A zum Aktivieren. Während der Raserei setzt Nin keine Kombos ein. Drücken Sie einfach X oder Y, um Treffer zu verketten. Je länger die Raserei-Kombo, desto mehr Schaden richten die Treffer an. Ja, wie geil ist das? Ah, jetzt ist abgeklungen. Die Zahl, die über den Rasereisymbol angezeigt wird, ist die Aufladezeit. Das ist die Zeit in Sekunden, die Sie warten müssen, bevor Sie die Raserei erneut einsetzen. Ah, jetzt habe ich den Fünferkombo ausgeführt. Überlasten. Wow. Krass. Alles klar. Cool. Das war so ein Finisher. Noch zwei Deppen. Drei Deppen. Die neue Impressionsklasse ist verfügbar. Drücken Sie, um Sensmenü aufzurufen. Combo Lab. Die neue Impressionsklasse ist verfügbar.
Aufladenimpression reduziert bei einem Treffer die Aufladezeit aller S-Impressoren. Ja, das ist doch mal geil. Indem sie Aufladeimpressor ausführt, reduziert Nin alle momentanen Aufladezeiten ihrer S-Impressor. Dies ist eine einfache Möglichkeit, ihre Sense-Raserei schnell wieder einzusetzen. Verwenden Sie die neue Impression, um Ihre Kombos anzupassen. Okay, also die wird auch mit X ausgeführt. Dann werden wir mal die... wo setzt man die jetzt am besten ein? Machen wir hier rein. Ja. So, was ist das hier? Reduziert bei einem Treffer die Aufladezeit? Reduziert bei einem Treffer, ja. Das ist irgendwie... Okay, dann das ist ein Schlag. Das ist ein Grabble. Okay. Probieren wir aus, wa? Haben wir das jetzt gespeichert? Wow, Alter, das sind wir gerade zu viele. Das ist gar nicht mal so recht für den Kombus. Alle down. Ja, sind ein paar. Ist das geil, ist das geil. Das macht einfach nur so Laune, ey. Aber ich muss mir den Kombos jetzt noch ein bisschen besser üben. So. Aufkompressor. Was? Ich drück nach unten, da passiert gar nichts. Wow. Hier lang. Achso, schnell über Vorsprünge. Patrouille 17! Warte mal. Antworten, verdammt! Man sollte wohl weg hier! Wie sieht dieser Bad Request-Typ aus? Jung, nervös, dämlicher Haarschnitt. Ein möchtegern Gedächtnisjäger treu seiner Sache. Oh, und dein größter Fan. Das ist ordentlich. Guck ich natürlich um. Luftfeuchtigkeit bei 48%. Der ist gerade weggerannt, wa? Hat er. Der hat nicht. Nein. Nö, nö. Ernsthaft? Hat er? Willkommen in der Zukunft. So. Roboterprostitution. War doch erst letzte Folge Thema oder vorletzte Folge. So, ups. Zack, 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 zack. Ja. Achso. Ah, da. Cablebot. Ah, nein! Oh, bitte. Den, nein! Oh, fuck! Wow. Uiuiuiuiuiui. Das war knapp. Wo muss ich hin? Hallo? Muss ich runter? Nach hinten? Ich kann mich gerade ganz schlecht umsehen. Nach oben. Scheint fast so. Ah. Du bist fast an der Rotunde und die Saber-Einheit hat eine Spur verloren. Sehr gut.